Haben Sie auch schon einmal davon geträumt, den Alltag hinter sich zu lassen und mit dem Motorrad eine Weltreise zu machen? Vielleicht, weil Sie gerade 50 geworden sind? Genau das hat sich Henning Bützow vorgenommen. Gesundheitspolitiker erklären das Leben gern mit einer Grafik, die die Häufigkeit der Aufenthalte in Kliniken in Abhängigkeit vom Lebensalter erklärt. Das beginnt natürlich mit der Geburt in einer Klinik, fällt dann stark ab, um dann wieder leicht anzusteigen, wenn Mitte 20 die ersten Sportverletzungen kommen. Mit 60 steigt diese Kurve rapide an in einem Alter, in dem Verschleißerscheinungen und erste Altersbeschwerden zu Aufenthalten in Kliniken zwingen. Für die Abenteurer unter uns stellt sich also die Frage, wann man die große Reise seines Lebens anpacken kann, wenn man noch die Kraft hat, notfalls ein Motorrad aus dem Schlamm zu ziehen, sein Segelboot im Sturm zu behaupten oder seinen Jeep mit der Seilwinde durch einen sumpfigen Dschungelbach zu ziehen. Oder um unter dem Stern des Südens im australischen Outback zu übernachten, in Südafrika den Löwen zuzuschauen oder auch nur einen Hubschrauberflug durch den Grand Canyon zu machen. Auch wenn man seine Erfüllung im Leben auch anderswo finden kann, sind das nämlich die Erlebnisse, die man später seinen Enkelkindern erzählt oder den Mitbewohnern im Seniorenheim. So oder so ähnlich hat Henning Bützow gedacht, als er vergangenes Jahr während des Frühjahrsempfangs der Kreiskliniken seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Dort arbeitet Henning Bützow nämlich noch bis Ende kommender Woche. Dann nimmt er sich ein Jahr Auszeit für seinen Ride of Smiles. Herr Bützow, was genau ist der Ride of Smiles? Der Ride of Smiles ist ein Hilfsprojekt für die Menschen dieser Welt, denen es schlechter geht als uns. Geboren aus der Idee von vielen, etwas Geld zu bekommen durch eine Motorrad-Fernreise, die ich letztlich ab 1. Mai mit 50.000 Meilen rund um die Welt beginne. Mit dem Ziel, 50.000 Euro für die Ärzte ohne Grenzen, für die Christoffel-Blinden-Mission, für die Sternstunden des Bayerischen Rundfunks und für Gemeinsam für Afrika einzunehmen. Und die ersten 7.000 Euro habe ich als Eigenspende sozusagen in das Projekt gesteckt und hoffe, möglichst viele Menschen damit zu erreichen, dass sie sich dadurch motiviert fühlen, mitzuhelfen, zu unterstützen und den Menschen ein Lachen zu schenken. Das ist die Idee des Ride of Smiles in kurzen Worten. 50.000 Kilometer ist mehr, als der Äquator lang ist. Wohin geht's genau? Die Reise geht in Form einer 50 über die Weltkarte, über 50.000 Meilen geplant, beginnt in New York, geht dann in den Norden bis Nova Scotia, quert dann im Westen oder in den Westen über die großen Seen und die Rocky Mountains bis nach Seattle und Vancouver, wird dann wieder nach Süden sich wenden, um dann anschließend über Miami nach Brasilien zu fliegen. Kuba war geplant, aber Kuba bleibt leider momentan als Zugang sehr, sehr schwierig und mit vielen, vielen Hindernissen versehen, sodass Kuba leider ausfallen wird. Und dann geht es an der brasilianischen Ostküste weiter nach Süden bis nach Paraguay. Dort werden wir ein Spendenprojekt der Christoffel-Blinden-Mission, ein augenchirurgisches Projekt, besuchen. Und dann geht es weiter bis Buenos Aires und weiter dann nach Westen Richtung Chile. Und von Chile wird es dann einen Flugtransfer geben Richtung Australien. Dann geht es rund um Australien in Form der Null und am Ende kommt ein kleines Ausrufezeichen auf die Weltkarte, das wird dann Neuseeland. Womit bist du unterwegs? Mit welchem Motorrad gehen Sie auf diese Reise? Ich fahre mit der ganz nagelneuen R1200 GS Liquid Cooled, auch Wasserboxer genannt, also mit der neuen Adventure von BMW. Und konnte BMW Motorrad Deutschland als Partner des Projekts gewinnen, was mich sehr freut und auch sehr stolz macht. Und wir werden zusammen versuchen, das Ganze oder auch der Motorradwelt zu beweisen, dass man auch mit neuen Motorrädern auf Weltreise gehen kann. Und wir sind alle sehr gespannt, ich auch. Und ja, neue Technik, neues Glück. Geplant sind 10 bis 12 Monate für die ganze Tour, je nachdem, was unterwegs an Problemen auftaucht, an Unplanbarkeiten, an Wetterphänomenen von Buschbränden über Überschwemmungen bis Streiks bis politische Unruhen, alles erlebt unterwegs. Bin gespannt, was dieses Mal passiert. Irgendwas passiert immer und wir werden rausfinden, was es diesmal ist. Keine Ahnung. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Wir können unsere Zuschauer daran teilhaben. Man kann daran teilhaben, man darf bitte auch daran teilhaben. Die Spendenpartner haben jeweils auf unserer Homepage www.rideofsmiles.de eine eigene Internetseite, die direkt auf die Spendenseiten der Spendenpartner verlinkt. Dort gibt es letztlich die Möglichkeit, direkt über einen Klick zu spenden. Ganz
unkompliziert und schnell, indem man einfach seine Kontonummer einträgt und sich einen beliebigen Betrag in beliebiger Höhe abbuchen lässt. Wir haben, wie gesagt, mit 7.000 Euro gestartet. Wir sind aktuell jetzt bei 11.508 Euro. Das heißt, es sind schon 4.508 Euro Fremdspenden da, die mich sehr freuen, die uns alle sehr freuen. Und das ist die Möglichkeit, sehr einfach zu spenden. Und es gibt auch Spendenquittungen dafür entsprechend durch die Spendenpartner. Und es geht kein Cent dieses Geldes jetzt in irgendeiner Form in die Reise selber. Die Reise ist selbstfinanziert. Und von daher bleibt jeder Spendencent bei den Menschen, die ihn auch bekommen sollen. Können die Daheimgebliebenen irgendwie dabei sein? Ja, es wird, wie gesagt, über die Homepage natürlich einen Bericht geben. Es gibt ein kleines technisches Gerät, einen sogenannten GPS-Tracker, der auf der Weltkarte eine 50 dann langsam aufzeichnen wird, im Sinne eines Live-Tracks, wie sich das auf Neudeutsch nennt, also einer Spur, die über die Karte sich zieht, sodass man eigentlich immer minutengenau verfolgen kann, wo ich gerade rumfahre oder auch vielleicht nicht rumfahre. Nachts werde ich schlafen, da bewegt sich nichts, aber tagsüber kann man dann sehr genau verfolgen. Sogar mit Geschwindigkeitsangaben kann man sehen, wie schnell ich gefahren bin. Ist gar nicht so einfach für mich. Ich muss also immer schön die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten, aber man kann das alles verfolgen. Es wird Videobeiträge geben, es wird eine Fotogalerie entsprechend auf der Homepage geben und vielleicht auch bei Mühldorf TV den einen oder anderen kleinen Bericht unterwegs. Das sind wir gerade noch am Planen. Wie kommt man auf die Idee, so eine Reise durch die Wildnis Kanadas, durch Brasilien, Argentinien oder rund um Australien, die doch nicht ganz ungefährlich ist? Ja, ich glaube nicht, dass sie gefährlicher ist, als von Mühldorf aus über die B12 Richtung München zu fahren. Da habe ich eigentlich mehr Respekt davor, wenn ich ehrlich bin. Und wie kommt man drauf? Man kommt drauf, indem man viele Jahre mit dem Motorrad gereist ist, Menschen immer wieder begegnet in einer Form, dass sie einem Hilfe leisten und man eigentlich als Motorradfahrer nie was dabei hat, was man zurückgeben könnte, weil das bisschen, was man auf dem Motorrad dabei hat, das braucht man in der Regel alles. Den Menschen Geld zu geben, wäre eher eine Beleidigung als ein Dankeschön. Und deswegen war die Idee jetzt einfach mal mit der Motorradreise auch Aufmerksamkeit auf die Menschen zu lenken und dann auch etwas zurückzugeben von dem, was man empfangen hat. Und die Welt, die momentan gerade ein bisschen seltsame Wege geht, wieder zum etwas friedlicheren Platz im Miteinander zu machen. Dann wünschen wir gute Fahrt und hoffen Anfang Mai auf die ersten beeindruckenden Bilder aus den USA. Das wäre wunderbar, vielen Dank. Gute Reise.